Hallo, ihr lustigen Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Total War Warhammer 2. Wir verteidigen jetzt hier eine Stadt mit den Hochelfen von Teclis und versuchen zu verhindern, dass die jetzt hier reinkommen. Was schwierig werden wird, denn ihr seht, wir haben nicht allzu viele Soldaten. Wir werden aber trotzdem natürlich versuchen, sie hier aufzuhalten. So, mit den weißen Löwen hier. Naja, die Silberhelme packe ich mal dahin, weil ich nicht weiß, wo ich sie sonst hinpacken soll. So, die Bogenschützen und die sollten wirklich hier alle da oben sein. Hallo? Ja, das ist eigentlich sogar ganz cool so. So, ihr geht noch hier hin. Die weißen Löwen und den Helden lasse ich jetzt mal hier. Ich weiß noch nicht so genau, wo ich den hinpacken soll. Genauso wie auch die da. Die ellorianischen Grenzreiter stelle ich mal noch hier hin zum Schießen. Die sollen einfach über die Mauer ballern. Und Ähnliches mache ich hier. Ich gehe davon aus, dass hier nicht so viel passiert. Ich hoffe es. Das Gute ist, dass der Gegner jetzt hier sich dazu entschlossen hat, einfach anzustürmen. Wir jede Menge Bogenschützen hier haben. Ah, ich kann Hammer des Wall machen. Na toll. Hammer des Wall bringt halt mal gar nichts, weil man... Scheiße. Was ist das hier? Kanalisierung. Na, das hilft uns auch nichts. Da wären wir so ein paar Riesenadler lieber, die ich beschwören könnte. Autsch, und los geht's. Ja, die Bestie hat er auf jeden Fall schon mal ordentlich gefressen. Clanratten mit Schild. Warum gehen die raus? Egal, dann sollen sie jetzt halt da draußen kämpfen. Ich habe nicht verstanden, warum die rausgegangen sind. Aber sie sollen jetzt dieses blöde Höllenbrutviech totschlagen. Meine Meinung. Währenddessen da die Schützen der Skaven niedergeschossen werden. Und die Höllenbrut kassiert auch ordentlich. So, die rennen gleich weg. So, du blöde Höllenbrummbrot. Gib auf. Die haben sich wieder gesammelt, die Clanratten mit Schild. Was ist das hier? Okay, und wieder rein. Um Gottes Willen, kommt wieder rein. Ich weiß nicht, warum die das getan haben. Ich muss mich ganz böse verliebt haben. Oh, da sind einige. Es klingt leider oben. Boah, kommt ihr jetzt endlich rein, ey? Warum rennt ihr ständig raus? Das verstehe ich nicht. Ah, hier wird es... Okay, hier kommen sie jetzt hoch. So, jetzt machen wir das Tor zu. Das Tor müsste zu sein. Jetzt endlich. Bogenschützen hier zurückziehen. Ich habe keine Ahnung, warum meine Bogenschützen gerade eben so plötzlich hinstellen. Ich gehe jetzt mal mit denen hier raus und versuche da Dinge niederzumachen. Vor allem solche Dinge hier, Schleuderer. Bitte dahin gehen. Bogenschützen, bitte dahin gehen.
So, hier kann ich jetzt Schaden machen. Na, die Speerträger fliegen. Ja, kommt, White Lions, greift an. Nee, wir gehen jetzt hier hin und greifen die hier an. Irgendwann muss ich auch mal schneller sein als die Ollen. Na also. Haben wir mal kurz mal 10 weggeholzt. Sind zerstört schon. So, die Speerträger fliehen, aber dafür kämpfen wir jetzt hier und halten die hier auf. Hoch mit euch. Scheiße, die fliehen. Warum? Ein bisschen Moralschaden bekommen. Schon rennen sie weg. Okay, hier haben wir die Gossenläufer weggeschlagen. Ja, die Drachen, die Silberhelme sind natürlich weg. War klar. Wo ist mein Riesenadler? Hier. Sturmratten. Nee. Du machst jetzt die da weg. Ich muss jetzt mit den Sturmratten irgendwie anders verfahren. Ich muss mit denen jetzt hier hingehen. Boah, warum kassieren meine Leute hier so hart? Das leuchtet mir echt nicht ein. Shit, ey. Stellung halten. Wir werden das hier nicht überstehen. Das wird einfach nicht hinhauen. Einfach zu wenig Verteidigung in der Stadt. Nee, das wird so nichts. Schlecht. Ja, und die haben das jetzt hier halt dummerweise erobert. Ich verstehe halt nicht, warum meine Dingens da so verloren haben, also meine Silberhelme. Klar, die haben irgendwie Zauberei abgegrillt, aber ich habe trotzdem nicht ganz verstanden, warum die... Ja, es flieht der Held auch noch. Obwohl es ihm eigentlich noch ganz gut ging. Hier sind gebrochen. Dann schießen wir jetzt mal noch die da. Ähnliches Spielchen hier. Ich verstehe nicht, warum es jetzt hier zum Nahkampf kommt. Warum kann die KI nicht hier die Leute fliehen lassen? Sie kann es nicht. Au. Okay, diese Speerträger haben sich gesammelt, auch wenn sie irgendwie total dämlich dastehen. Zurück und kämpfen. Kommt, es gibt einen Angriff in den Rücken. Auch wenn die Hellebarden uns hier wahrscheinlich nicht gut tun werden. Aber die können ohnehin schon nicht mehr fernkämpfen. So, die sind gebrochen. Komm, mach sie kaputt voll. Nur noch 10. Ja, die werden nichts mehr anrichten. Eure Wehrstadt ist unmittelbar in Gefahr. Ja, ich weiß. Boah!
shit. Nee, geht nicht. Moment. So viel dazu. Habe ich mal meine eigene Stadt als Waffe verwendet. Der Held ist wieder da. Ja, wir verlieren jetzt durch Cap. Wir werden jetzt durch Cap verlieren. Gut, das verzögert die Sache nur so, beschleunigt die Sache nur so ein bisschen. Au. Denn wir hätten auch so verloren. Allein durch die Mannstärke. Wir hätten sehr viel mehr Beschuss gebraucht, um das hier abzuwehren. Wir hatten einfach nicht genug. Aber das fand ich gerade immer lustig, wie ich die hier weggeholzt habe. Los, Attacke! Problem ist ja, dass die Zeit trotzdem weiterläuft, ne? Man müsste die ja alle weghauen, um das zu verhindern, und das schaffen wir nicht mehr. Oh wei. Ja, die rennen jetzt gleich weg, die Illyrianer. Schleuderer der Gossenläufer, wisst ihr, wir schaffen sogar, nicht mal dir niederzukämpfen. Mist. Auf der anderen Seite haben wir ihnen die Hälfte ihrer Männer getötet und die werden sich nicht mehr erholen davon. Ach ja, die Quellen der Ewigkeit. So viel zum Thema Ewigkeit. Das Einzige, was da ewig ist, ist, dass sie ständig zerstört werden. Dieser unbekannte Skaven-Clan gehört tatsächlich offensichtlich zum Chaos. Naja. Endlich. Unterwaldschutz, Nahkampf, Abwehr und Rettungszauber für Drachenprinzen. Das wurde aber auch Zeit. So, und jetzt hier noch Segen des Asurian. Dasselbe für die Phönixgarde, bitte. So, du hast jetzt schon mal das hier. Ich kann hier tatsächlich keine Seegarde bauen, die ein Schild hat. Warum? Das finde ich irgendwie nicht cool. Ach, das hat der Penner die Rekrutierung ab. Blöde. Vor allem, das ist nicht mal eine teure Dunkelelfenarmee, wisst ihr, das ist so ein Scheiß. So, einem Schlag vernichtet. Er hat ein Level-Up dadurch bekommen. Meisterstratege, was machen wir jetzt? Speerträger, Silber mit weiße Löwen von Grace, günstige Winde, Bogenschützen, Seegardisten von Lothar und Silberflut, Riesenadler, Schreitwagen, Herz der Flamme, Phönixgardisten. Werden verbessert. Genau, die sind nämlich dadurch jetzt hier noch besser. Guckt euch das mal an. Richtig taffe Phönixgardisten in dieser Stadt jetzt hier. So, wir bauen. Weil wir keine andere Wahl haben. So, 4 Stück davon, please. Und hier noch einen davon. Ach, was soll der Geiz? Ja gut, dann mache ich jetzt hier einfach ganz normale Seegardisten ohne Schilde. Hauptsache, diese Armee wird voll. So schnell wie möglich. So, der Kollege hier regeneriert. Ich kann jetzt eigentlich über Tlaxlan nach Hause laufen damit. Das ist eigentlich der Plan, jetzt da hinten hinzukommen. Und unterwegs werden sie regenerieren, denn wir kommen nur durch Verbündetenland. Firon macht das ähnlich. Er kommt dann jetzt halt hier von oben, ne? Es ist weit, aber auch wiederum nicht so weit, wie ich erst befürchtet hatte. So, eigentlich kann ich ja sogar erstmal hier die Kammer der Visionen verteidigen, wenn ich so darüber nachdenke. Denn die müssen wir jetzt auch nicht unbedingt verlieren.
So. I control this garrison. Sehr gut. Armandis ist zu weit weg. Mit Armandis können wir tatsächlich was angreifen. Meins. Und besetzen. Provinz gesichert. Und nochmal. Wow. 10 Wegsteinsplitter, die ich nicht brauche. Level up. Bekommt es hier auch erstmal ein Rossilein. Du bekommst Erdenblut. Und jetzt kann ich den... Ah, endlich! Und jetzt... Oh, geil, jetzt kann ich das dann doch noch machen. Ich mache das allein deswegen, weil Mondrache und Magier. So, warte mal, jetzt können wir dann doch noch bei ihr... Wo ist sie? Denn wir haben gerade eben etwas erobert, was uns das ermöglicht. Das ist nicht mal Glück. Ja komm, er macht hier einfach weiter. Er hat eh keinen anderen Job. Einfluss gewonnen. 6. Sehr cool. Ich kann ja eine Dingens machen. Einen Erlass rauslassen. Und nochmal beim Staubtor und so weiter und so fort Gebäude verbessern. Eieieiei. Und wir werden sowas von nochmal eine kassieren von diesen blöden Skaven. Timoskitor-Sümpfe. Geiler Name. Ah, Moment. Querza. Oder Querviza. So heißt es. Querviza. Kann man schon mit. Arbeiten wir schon mit Holz ganz ordentlich. Dann sorgen wir uns hier mal um die öffentliche Ordnung. Die sollten wir uns sorgen. Was will denn das Spiel von mir hier gerade eben? So eine dramatische Musik, um Himmels Willen. Das soll mal einer verstehen. Jetzt bin ich einfach mal gespannt, ob wir das jetzt hier noch hinbekommen. Und vor allem halt auch, wie gut und wie schnell. Wenn wir die Skaven wegholzen können, ohne dass wir eines von den Dingern verlieren, ist es eigentlich schon so gut wie gewonnen. Und jetzt kommt wieder der unbekannte Skavenclan. Oh shit. Und hier haben wir wieder genau die gleiche Situation. Aber ich möchte natürlich so viel Schaden wie möglich verursachen. Deswegen mache ich das jetzt wieder hier so. Ah, bloß dieses Mal hat der Gegner sich blöd aufgeteilt. Dinge, die ich gar nicht mag, wenn sie passieren. Wir könnten allerdings mit den Lyrianern versuchen, hier einen Ausfall zu machen. Ah, hier gibt es nochmal Unterstützung. Ist egal, wir machen mit den Lyrianern. Nee, mit den Lyrianern einen Ausfall. Nee. Wir schießen hier so drüber über diese Mauer. Genauso wie wir auch hier gleich schießen werden. Und hier. Loyal. Mit den Bogenschützen sind wir hier. It shall be done. Und ihr steht fröhlich hier. It shall be done. Spearmen. Ja, ein paar Spearmen hier. It will be done. Ein paar von euch hier. Without fail. Und ihr steht noch hier. Noble. Er kann eigentlich gleich schon mal irgendwo hochgehen. Wo sind meine Silberhelme? Hier. Stehe ich die Silberhelme als Notfall dahin. Okay. Also wie gesagt, der Plan ist es jetzt wieder so viel Schaden wie möglich an den Gegner zu verursachen. Der Riesenadler fliegt schon mal raus, denn er soll das hier angreifen. Da sind diesmal sogar Rattenhoger dabei. Giftwindkrieger. Was ist das hier? Ah, ein Kriegsherr. Muss das jetzt von hinten hier anfliegen? Das schicke ich ihn einfach drauf. Hauptsache, das Ding hat auch zu schießen.
Ja, hier schießen die immerhin schon mal fleißig. Okay, die Speerträger warten sie jetzt hier. Okay. Hätte funktioniert, hätte funktioniert. Die hauen jetzt hier drauf. Das ist natürlich doof. Aber die Rattenoger hier, die andere Rattenoger-Truppe, da haben sie schwere Verluste. Eigentlich ist es ganz cool hier, wie die gerade eben anstürmen. Mir gefällt das. Holla. Oh fuck. Aha, da geht es also los. Wow, unsere Seegarde flieht schon. Ja, da sind wir wieder an dem Punkt. Ich finde diesen Zauber einfach viel zu krass. Schicke ich den, die Silberhelme jetzt raus, in der Hoffnung, dass sie dann noch irgendwie Schaden verursachen können. Oh oh. Boah, gar nicht übertrieben. Nein, kein bisschen. Kannst ja auch gar nicht so schnell reagieren. Um das zu verhindern. Die KI kann es, obwohl als Spieler halt nicht. So, mach das hier nieder da hinten. Ihr seht, die Moral geht schon gewaltig raus, nur weil sie da draußen jetzt sind. Schießt. Zack. Das müsste dir doch mal reichen, diesen blöden Seuchenmönchen. Oh wei, oh wei. Gegen wen kämpft ihr eigentlich hier oben? Gegen genügend. Okay, ich kann jetzt hier schönes Kreuzfeuer machen gegen diese Sturmratten, aber mehr auch nicht. Meine Silberhelme kämpfen hier noch gegen das da. Haben ja auch irgendwie gewonnen, außer jetzt gegen die Rattenhoge. Gegen die gewinnen sie nicht. Moral ist kritisch niedrig. Bitte jetzt nicht fliehen. Scheiße. Okay, und sie fliehen vom Schlachtfeld. Fuck! Oh oh. Was ist das hier? Seuchenmönche. Nochmal Seuchenmönche. Wenn ich euch schon allen sage, ihr sollt auf das hier schießen, warum schießt ihr denn da hoch? Man versteht es nicht. Oh nein. Ich glaube, diesmal werden wir nicht ansatzweise so viele töten. Ah, die haben sich gesammelt. Schöne Überraschung. Oh Gott, das ist der Kriegsherr. Der ist schon drin. Ja, wird mal Zeit, dass jetzt hier auch was schießen. Angreifen. Oh nein, jetzt Kettenreaktion vorbei. Oh verdammt. Ja, dieses Mal haben wir echt nicht genügend gemacht. Diesmal haben aber auch wirklich beide gleichzeitig angegriffen. Und die Form der Festung hat uns nicht gerade geholfen. Puh, okay. Level up bei unserem lieben Freund hier. Kampftraining. Wird verbessert. Die Interventionsstreitkraft wurde zerstört. Wir haben Plünderer. Oh, schlecht. Siedlung niedergerissen, das wissen wir natürlich auch. Eine andere wurde belagert oder wird jetzt belagert.
Schaffen wir. Ich schaff's noch nicht machen. Machen wir es einfach. Wir machen jetzt alle Anrufungen. Auch wenn ich jetzt diese blöden 50 Wegsteinsplitter echt nicht brauche, aber wir haben es gemacht. So, kommt so schnell wie es geht nach Hause. Es sieht hier gar fürchterlich aus. So. Ja, mit ihm mache ich einfach weiter. Ich brauche weiterhin Einfluss. Nochmal 6 Einfluss generiert. Truppen auffüllen. Das levelt ihn halt auch so schön. Das ist eigentlich eine billige Möglichkeit, unseren Hochelfenhelden hoch zu pushen. Ist wirklich nicht besonders teuer. So, Kammer der Vision wird jetzt hier quasi von uns noch geschützt. Oh, was ist denn das hier? Handel steigern, 3%, cool. So, wir haben jetzt hier Bogenschützen, wir haben Seegardisten. In der nächsten Runde haben wir auch Phönixgardisten drin. Dann mal gucken, was ich sonst noch so machen kann. Kavallerie haben wir, der einfach momentan noch gar nichts. Nichts Bewegliches. Ich möchte aber bewegliche Einheiten haben. How can I assist you? Die brauchen noch 2 Runden hier. Okay. Armandis. Ja, da kann ich gerade wenig tun, außer ich greife die jetzt hier direkt an. No. Das sollte machbar sein. Ja, würde ich mal behaupten. So, einfach mal alle hinrichten. Nochmal ein Level-Up für unsere Zauberin. Die dadurch jetzt hier Erdenblut aufs Maximum bekommt. I serve the king. I serve the king. Ja, schön. Sildrator könnte dadurch jetzt in der nächsten Runde belagern. Alfuan triumphant. Ja, okay. Teclis kann nicht weiterlaufen. Wir können an 2 Stellen noch was bauen. Ja, komm. Die Mauer will ich jetzt haben. Das hier will ich jetzt haben. Drachenprinzen. Eine alternative Stelle, um Drachenprinzen rekrutieren zu können, ist auch kein Fehler. Vor allem, weil wir ohnehin einen Bonus drauf haben. Und dann machen wir noch das hier für die öffentliche Ordnung. Okay. Wir beenden noch einmal die Runde in dieser Folge. Und dann sehen wir weiter. Nagarond. Oh, was machen die jetzt? Nochmal eine Interventionsarmee. Die kommt aber jetzt überraschend. Und ich finde es voll scheiße, weil das ist jetzt quasi schon wieder, das unterbricht uns schon wieder beim Bauen unserer Einheiten. Wisst ihr, das finde ich total doof. Das ist fast so, als ob die KI wüsste, wann sie das tun muss. Und das nervt. Und das nervt nicht zu knapp. Schon wieder unterbrochen worden. Ey, wie doof ist das denn, ey? Dafür, dass diese Armee auch de facto keine Chance hat. Also das stinkt mir wirklich. Das stinkt zum Himmel. So, Herz der Flamme haben wir jetzt. Jetzt mal können wir noch günstige Winde machen. Dass die Bogenschützen hier nochmal einen richtigen Bonus bekommen. Aber ich finde das gerade echt zum Kotzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann halt nochmal. Wenn es wenigstens bloß eingefroren wäre, das Produzieren, wisst ihr, dann das könnte ich ja noch verstehen. Aber nein, es friert ja nicht nur ein, es ist ja komplett aufgehoben. Lord of the Phoenix Court. Send Louis. Meins. Fall back. So. Besetzt. Und plündern. Ah, Sildrator wurde damit vernichtet.
Action is right. War jetzt nicht meine Absicht, aber es ist halt so. So, du darfst hier wieder weitermachen. Wie gesagt, das ist deine Hauptaufgabe. Der macht halt aber auch Level dadurch, dass es Shepard. Wissen über Hochelfen. Ja. Mein, er ist ein Hochelf. Er sollte Wissen über Hochelfen haben, ne? Hm, ja, komm, bauen wir hier noch weiter. Wer ist das? Ah, Armandis. Der bekommt jetzt tatsächlich einen Riesenadler. Den hat er sich jetzt verdient. So, Tackle ist noch einmal gucken. Ja, ich bin echt dafür, dass wir das in der nächsten Runde angreifen. Also, macht's gut, bis dahin. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.